Hey Leute, was geht ab? Mein Name ist Max. Willkommen zu meinem Let's Play Fallout 4. Den habe ich hier letzte Folge getroffen. Entschuldigung? Und für mich angeworben. Der lächelnde Larry hat, was du brauchst. Mal gucken, was er so zu sagen hat. Was ist deine Geschichte? Wenn die Leute was wollen, kriegen sie es beim lächelnden Larry. Das ganze Commonwealth kennt mich. Also, wie wäre es mit ein bisschen Handeln? Ja, ich guck mal, was er so anzubieten hat. Der lächelnde Larry hat, was du brauchst. Garantiert. Der verkauft also Waffen. Wen hab ich denn da bei Waffen? Hey, wie geht es dir? Danke, gut. Ja, das ist einfach nur eine Siedlerin. Die kann jetzt hier von mir aus Mais anbauen. Sicher. Und Larry, wo ist er da? Den schicke ich mal an den Waffenstand. So ist jetzt zugewiesen, er muss nur erstmal dahin kommen. Vielleicht hat er irgendwie was Legendäres anzubieten. So, Deacon, jetzt kannst du mich voll quatschen. Hey. Ja? Wir sind zusammen unterwegs gewesen und haben einiges erlebt. Jetzt sollst du das große Geheimnis erfahren. Jeder denkt, Desdemona wäre der große Boss. Sie vergibt Einsätze, hält ihre Motivationsreden, aber das ist nur Theater. Sie tut, was ich ihr sage, weil die Railroad meine Show ist. Und zwar seitdem ich sie gegründet habe. Ja, ganz sicher. Du? Du hast die Railroad gegründet? Klar. Ich, Johnny D. und Watts. Scheiße, das ist mehr als 60, 70 Jahre her. Irgendwann zählt man nicht mehr mit. Ich erzähle jedem, dass ich mich operieren lasse, um anonym zu bleiben. In Wahrheit steckt viel Arbeit hinter dieser hübschen Visage. Wir haben seit den Anfangstagen viel erreicht. Wir haben viel Gutes getan, viele Sins gerettet. Aber wir sind mehr als das. Wir sind die letzte und einzige Verteidigungslinie zwischen dem Institut und dem Commonwealth. Oder vielleicht sogar der Welt. Der lügt schon wieder, ey. Du hast mich schon mal angelogen. Und jetzt wieder. Ja, erwischt. Die gleichen Lügen wirst du aber auch schon. Es gibt noch andere Organisationen und irgendwann werden sie dich bestimmt auch mit ihrem Schwachsinn füttern. Ignoriere das und schau dir an, was sie tun, was sie von dir verlangen, welche Welt du für sie errichten sollst und wie sie dafür bezahlen. Was will dann die Railroad? Es geht nicht darum, die Welt zu retten. Ein zu umfangreicher Job für viel zu wenige. Aber wir wollen sie besser machen. Cent für Cent. Und wir kümmern uns um die kleinen Leute und helfen ihnen nebenher. Für manche könnte es mehr sein, aber hey, besser als gar nichts. Aber die Frage ist, was hältst du von uns? Letztendlich musst du eine Entscheidung treffen. Und zwar die richtige. Okay, ich habe ihn noch nicht durchgeskillt. Das wird wohl ein bisschen dauern. Ist er jetzt da am Stand? Möchtest du handeln? Der lächelnde Larry hat, was du brauchst. Handeln wir. Der lächelnde Larry hat, was du brauchst. Garantiert. Die Abrechnung, jawohl. Ist aber auch nicht so geil, das Messer. Aber ich glaube, das ist eine von diesen besonderen Verkäufern, wodurch dann auch die Gesamtzufriedenheit der Siedler dann irgendwie sich steigert. Naja, die eine Waffe werde ich mir jetzt nicht holen. Pass auf dich auf, Schätzchen. Meinst du? Mama Murphy. Wir brauchen schwere Geschütze, wenn uns das dritte Auge weiterhelfen soll. Mit Buffout sollte es klappen.
Ich hab die ja schon fast vergessen, ey. Okay. Hier, sei vorsichtig damit. Wow. Ich hab ganz vergessen, wie stark das Zeug ist. Okay. Es geht los. Du bist dem Mann auf der Spur, der dir deinen Jungen genommen hat. Ich sehe ein Haus, fest verriegelt. Ketten angelegt von einem lächelnden Hai. Aber es gibt eine Alternative. Ich sehe sie. Ein Schlüssel. Verloren, vergessen. Nach unten gefallen. Sieh dir die Stühle unter dem Haus genauer an. Sie beherbergen das Geheimnis. Oh Gott! Jetzt verrück mir nicht. Tut mir leid, Kind. Meine alte Pumpe hat gerade ein paar üble Sprünge gemacht. Alles gut. Muss mich nur mal ausruhen. Okay, ich soll mir irgendwelche Stühle angucken. Wenn die nicht die ganze Zeit in Rätseln sprechen würde. So, was habe ich da jetzt markiert? Ja, da kann ich ja gleich zwei Sachen erledigen. Ich denke mal, ich werde das jetzt mal angehen, okay. Der hat sich schon wieder verkleidet. Okay, wo gehen wir lang? Betreten verboten! Was zum... Wieso hat er nicht geschossen? Endlich ist er tot, ey. So, sind wir schon in dem Gebäude, oder? Ich glaube noch nicht. Ne, das ist so weit weg. Ist es. Ich habe ja gar nicht gesehen, ey. Ganz ruhig, Kleiner. Noch mehr Hunde. Ich
So, wo ist denn hier der Letzte? Da oben hat er sich versteckt. Jetzt ist er nur noch ein Fleck. Ich soll ja nicht ganz hoch. Also versuche ich das mal hier und nicht im Gebäude. Ich muss aber da lang. Hey. Hä? Ich hab was gehört. Aber hier scheint es verstrahlt zu sein. Da möchte ich nicht reinfallen. Das Geräusch, was das sein? Na schade, das war irgendwie ein legendärer, glaube ich. Kommt er wieder? Ich hatte gehofft, die wären alle schon tot. Ich guck mal, was er dabei hatte. Ja, das artet hier gerade irgendwie aus. Okay, die Pistole sehe ich nicht. Ach da. Also ich renne hier rum, baller die ganze Zeit und verliere mein Ziel aus den Augen. So, wie komme ich da nach oben hin? Durch die Garage vielleicht hier? Du bist tot. Okay, da komme ich nicht hoch. Ja, auch nicht, schade. Irgendwie muss es doch da hochgehen. Ich raff es noch nicht. Aber das ist schon sehr oft bei mir so. Naja, gehen wir mal woanders lang.
Ja. Wo soll ich da hin? Gibt es hier keine Leiter außen oder so? Okay, das sieht schon mal besser aus. Geschafft. Die sind einiges wert. Da ist schon mal die Tür fett. Das sind Polizisten? Ne, Postbote. Ich glaube, so eine habe ich schon. Okay, dann haben wir hier alles. Ich mach mal die Mission aus und versuche mal die Wetterfahne noch aufzustellen. Okay, hier geht's nicht lang. Ist er da jetzt runtergefallen? So, da muss ich ein bisschen höher rauf fahren. Ich glaube, ich muss jetzt von ganz unten anfangen. Und da in dieses Gebäude reingehen. Das hört sich nach der Bruderschaft an. Die jagt hier bestimmt ein paar Supermutanten. Ich hoffe mal, die können. Der hat sich nichts gebrochen, kommt jetzt raus. Mir wird eine andere Tür angezeigt, aber hier könnte ich auch noch rein. Okay, die habe ich schon bearbeitet.
Jetzt laufe ich schon wieder im Kreis, glaube ich. Oh Mann, sorry. Dann soll ich hier wieder rausgehen, oder was? Theaterviertel. Ah, ich check das nicht. Bin ich hier falsch, oder was? Wer ist das? Zweiter Stock. Ach, Deacon. Bist du da unten durchgefallen, ne? Rückwärts, geh mir aus dem Weg. Mann, ey, stellt sich ein bisschen blöd an. Was das? Was? Wer da sei? Na, ganz schön eklig hier. Das würden nicht mal Plünderer anhören. Ich höre auch was, und zwar ein Radio. Was ist das? Und weiter, ja. Eigentlich wollte ich gar nicht rausgehen. Das war jetzt nur so ein Reflex. Ich dachte, hinter der Tür würde irgendwie ein anderer Raum sein, aber nicht die Außenwelt. Geht hier Schlag auf Schlag, ey. War das nicht ein legendärer sogar? Das ist mal ein netter Feuerkraft. Scheiße, Mann, alles daneben. Ab in den Aufzug. Oder soll ich hier rausgehen? Ich glaube nicht, ne? Dachpool. Ich gehe mal in den Aufzug.
auf hören! Ich will hängen! Boah, jetzt stirb doch endlich! Echte. Ich habe extra eine Rüstung, die dann weniger Schaden macht, wenn ich stehen bleibe. Dann brauche ich doch nur nicht wegzurennen. Hey, klar, ich kann dir helfen. Kann schon mal meinen Schrott haben. Sieht schon nice aus von hier oben. Aber wirklich detailliert ist es nicht, ne? So ein paar grobe Klötze. Und guck dir mal die Berge an, das sieht doch scheiße aus. Ui, die wachsen. Naja, da machen es andere Spiele deutlich besser. Okay Leute, an dieser Stelle mache ich mal wieder eine Folgenpause. Mein Name ist Max Plain, danke fürs Zuschauen, wir sehen uns demnächst. Ciao.